Ja, einen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch hier aus Dresden. Mich hat es hier in die Stadt der Sachsen hier verschlagen. Ich bin hier mitten in der Nacht in Dresden und will mir ja, das Ganze hier fotografisch auch mal reinziehen. Wie gesagt, hier Dresden ist natürlich hier totgeknipst. Aber ich finde, man muss hier einfach auch mal fotografieren. Und ja, jeder, der hier fotografiert, sieht die Perspektive ein bisschen anders. Jeder knipst hier ein bisschen anders. Und deshalb ja, versuche ich hier mal mein Glück. Wie gesagt, ich bin mitten in der Nacht hier. Hier ist so gut wie gar nichts los. Ein paar Leute schleichen noch so durch die Gassen. Ich stehe jetzt hier an der Frauenkirche und fange hier mal mit der Frauenkirche hier an. Nur dachte ich, das Teil ist ein bisschen mehr beleuchtet. Ist aber nicht. Ja, also mein Ziel heute Dresden bei Nacht zu fotografieren. Ich möchte mir hier ein paar Blendensterne mitnehmen, die ich ja über alles liebe. Und ja, ich stelle euch mal mein Motiv auf der Kamera vor. Ja, erstmal zum Motiv der Frauenkirche. Ich glaube, auf der Kamera hat das nicht viel Sinn. Das ist alles zu dunkel. Ich drehe euch aber hier mal rum. Also man sieht hier hinten ja, die Frauenkirche. Nur ist das Problem hier an dieser Location. Ja, man hat halt hier sehr viele stürzende Linien drin, also man muss ja sehr weitwinklig fotografieren. Also ich bin wieder mit der Canon R unterwegs, Vollformat, 15 mm habe ich hier drauf. Und wenn ich ja, diese ganze Kirche, man steht ja hier fast direkt davor, man muss die Kamera nach oben ja, richten und also die Kamera nach oben und dann fallen die ganzen Linien hier zusammen. Mein Tipp hier, wer hier auch mal fotografiert, stützende Linien kann man nicht vermeiden, aber mit viel, wie man so schön sagt, mit viel Fleisch fotografieren. Also wirklich 15 mm, dann lieber mehr drauf haben, damit man dann in Photoshop ja, noch hüm und drüben oben und unten Fleisch hat, wenn man die Linien wieder gerade richtet. Bin mal gespannt, inwieweit ich das dann hinkriege. Ich zeige euch noch trotzdem mal die Kamera. Augenblickchen. Ja, hier ist meine Kamera. Man sieht, wie weit die nach oben gerichtet ist, um das hier drauf zu kriegen. Mein Bildausschnitt wird wohl jetzt nicht viel Sinn haben. Also ich bin mal hier zu den technischen Daten. Ich bin hier auf ISO 100, eine 20er Blende und bin hier bei 30 Sekunden Belichtungszeit. Und ich würde einfach sagen, ich löse das Ganze mal hier aus. Und ja, ich habe mir von der Frauenkirche hier jetzt mal verschiedene Bildchen hier mitgenommen. Am Computer wähle ich das Ganze dann aus, was mir am besten gefällt. Und blende euch da mal ein, zwei Bildchen von der Frauenkirche hier ein. Aber absolut genial hier. Ich bin schon wieder begeistert hier. Schade, dass die Kirche hier von der Seite hier nicht mehr beleuchtet ist. Ja, das Foto ist dann drauf. Ich drehe euch mal rum. Man wird aber jetzt hier... gut, kann man abhaken. Ist jetzt das RAW-Bild. Und man sieht... Ja, ist natürlich, kippt alles. Aber ich würde einfach sagen, meine lieben Fotofreunde, ich blende euch da mal das Bild ein. Und ja, ich melde mich dann wieder vom nächsten Spot. Ich muss mir selbst mal hier einen Überblick verschaffen, wie, wo und was ich hier fotografieren will. Ich sage, wir hören uns. Vielleicht komme ich nachher auch noch mal hierher, wenn es dann heller wird. So um Sonnenaufgang rum. Mal gucken, wie das Ganze dann. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Bis gleich. Wir hören uns.
Ja, meine Lieben, auch hier vom Fürstenzug will ich mir ein Bildchen mitnehmen. Einmal von der Seite hier nach rechts, dann von vorne nach links. Und ich drehe euch mal rum. Ja, dann hier der Fürstenzug, wirklich große Klasse. Nur vorne steht hier irgendwo, hier vorne irgendwo so ein weißer Müllcontainer oder was das ist. Den will ich natürlich nicht auf dem Bild haben. Den muss ich mir dann mal wieder rausstempeln. Aber auf meiner Kamera, also auch wieder hier, Blende 20 bin ich hier. Bei 20 Sekunden. Blende 20 deshalb, weil hier rechts sind dann Scheinwerfer drin. Da will ich auch so Blendensterne haben. Man sieht die dann irgendwo hier vorne ist eine Lampe. Hier oben drüber sind dann noch mehr Lampen. Mal gucken, was ich dann hier im Bild drin habe. Oh, ich ahne Böses hier. Ja, das will ich mir dann hier so ablichten. Und ich würde sagen, ich mache mir erstmal dieses Bild, dann das Bild von vorne und die beiden Bildchen. Ich melde mich nochmal von vorne, ist am einfachsten. Bis gleich. Ja, meine Lieben, nächster Fotospot und zwar wieder rechts von mir sind, also ist wieder dieser Fürstenzug. Hinter mir sieht man hier so einen Tunnel und ich glaube, hier ist noch so ein Teil. Also hier könnte man schöne zwei Bildchen sich also zwei schöne Bildchen von einem Standort kreieren. Ich nehme euch mal mit an die Kamera, drehe ich euch mal um, das zu erklären. Ah, hier sieht man diesen einen Tunnel, hier kommt nochmal so ein Gang raus. Dann hier hüben, hier ist dann wieder der Fürstenzug. Und so ungefähr, wie es jetzt hier ist, so möchte ich mir dieses Bild mitnehmen. Und dann kann man einfach hier ein Stück hierher laufen, aber es ist einfach zu dunkel. Und ich würde dann hier, ungefähr wie hier, aus dieser Position jetzt hier, hier oben hängt so eine schöne Figur und dann die Straße hier zum Fürstenzug hier rüber und hier hinten. Wenn jetzt diese Frauenkirche richtig angestrahlt werden würde, würde man die hier sehen. Also, ich habe mir zwar jetzt mal hier so ein Bild mitgenommen, aber kontraproduktiv. Man sieht die Kirche hier hinten wirklich, die ist zu dunkel. Ich dachte einfach, die ist mehr beleuchtet. Also, nachher, wenn es heller wird, muss ich mal hierher und dann noch ein Bildchen hier machen. Ja, engster Raum hier, dann wenn ich euch einfach hier rumdrehe, mein Standort, und dann hier hinten ist so eine Brücke die über die Elbe und ich glaube hier dann auf der Seite ist schon gleich die Semberoper. Freunde, erstmal hier viel Spaß mit diesem Bildchen und wir hören uns. Thank you.
Lieben. Neuer Standort vom Tor auf der Rückseite. Ich drehe gleich mal rum. Durch diesen Tor hier will ich durchfotografieren. Hier hinten ist diese Brücke von der Elbe. Und hier fährt auch zurzeit immer eine U-Bahn. Ja, hier probiere ich jetzt einfach mal auch noch so ein schönes Bild zu kreieren. Nur schade, die Woche hier war, glaube ich, Stadtfest. Da stehen überall hier diese weißen Mülltonnen hier rum. Ja. Einfach mal gucken, wenn ich stempeln, Photoshop stempeln. Also ich habe mir jetzt mal ein Bild mitgenommen, wie jetzt gerade erklärt, also aus dieser Perspektive hier. Man sieht hier meine Kamera. Ich bin immer noch auf Blende 20, um hier Sonnensterne hinzukriegen. Und ja, jetzt will ich mal ein Stück weiter vor, ein bisschen reinzoomen. Und wäre nicht schlecht, wenn dann eine Straßenbahn von da drüben angerollt käme. Jetzt ist mir gerade hier ein Radfahrer hier durchgefahren mit seinem roten Rücklicht. Ja, das kommt auch nicht schlecht. Und ich würde einfach mal sagen, oder ich drehe mal rum. Kommt auch irgendwas, weiß noch nicht was. Ein Freund und Helfer. Ja, meine Lieben. Hammer. Ich drehe euch mal wieder rum. Mal gucken, ob man das überhaupt hier so einfahren kann, wie ich mir das vorstelle. Mein Motiv. Ah, also hier unten ist so ein schönes Pflaster hier unten drin mit so einem Streifen hier außen rum. Das läuft genau hier so hinten rein. Hier hinten ist irgend so eine beleuchtete Treppe. Nur stehe ich jetzt wieder hier direkt vor diesem Gebäude hier. Und das möchte ich natürlich auch komplett mit drauf haben. Die Lampen hier schön mit Blendenstern. Aber 15 mm wieder. Die Kamera ist wieder komplett nach oben gerichtet. Ich drehe mal alles wieder unkonventionell. Ja, die Kamera, man sieht es, die ist wieder nach oben und schon kippt alles wieder zusammen. Deshalb, ja, einfach mal gucken, was hier rauskommt, wie ich das Ganze dann gerade richten kann. Und ja, würde ich sagen, erstmal auch hier viel Spaß mit dem Bild. Und dann hinter mir, ist das hinter mir, ja, wieder unkonventionell, hinter mir ist irgendwo eine Treppe. Warte, hier nicht. Ah, hier hinter mir, wo die Figur da hinten ist, hier irgendwo. Dort will ich mich jetzt mal hochstellen und auch hier rüber fotografieren. Mal gucken, ob das Ganze dann von dort, weil man steht ja höher, dass das Ganze dann hier nicht so steig zusammenfällt wie von hier. Freunde, wir hören uns. Ich bin jetzt hier oben auf dieser Treppe mal hier hoch. Ja, ich komme ein bisschen besser. Drehe ich mal rum. Ja, kommt hier ein bisschen besser, wie ich finde. Stürzt nicht ganz so sehr zusammen. Das Ganze hier drauf zu kriegen. Hier hüben ist noch ein Stück von diesem Fürstenzug. Das will ich mit drauf haben. Und ja, ich würde einfach mal sagen,
schauen wir mal, was hier rauskommt. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß mit dem Bildchen hier. Ja, meine Lieben, ich stehe jetzt direkt vor der Semberoper. Ist halt, ja, steht überall das Gerümpel von diesem Stadtfest noch, liegt noch alles hier rum. Man muss dann wahrscheinlich viel, viel stempeln. Da stehen hier eben noch Lieferauto. Aber hier die Lampen sind super. Ich drehe euch mal rum. Das ist eine Perspektive. Also ich habe jetzt mal ein paar Perspektiven hier ausprobiert. Mal gucken, was hier am besten kommt. Ich habe mal frontal direkt davor gestanden. Dann bin ich mal hier vorne zu der einen Lampe gegangen. Stehe jetzt hier hinten noch eine Lampe, damit mehr drauf ist. Gerade ist hinter mir eine Straßenbahn vorbeigefahren. Hat es doch mal geklappt. Mal gucken, wie das Bild kommt. Blende ich dann auch mit ein. Ich drehe euch jetzt mal erstmal um hier, meine Perspektive hier. Also, also ungefähr wie hier, jetzt auf dem Pocket will ich das haben, mit diesem Reiterstandbild, dann hier oben die Lampe drin, hier hinten ist dann noch eine Lampe, dann die Semberoper hier, ja, jetzt kommt so lange die Dämmerung, zieht jetzt so langsam hier hoch, ganz rechts hier, von hier drüben kommt dann der Sonnenaufgang, ja, hier wie gesagt, von dieser Location habe ich mir jetzt mal ein paar Bilder mitgenommen. Genial ist es, Dresden, ja, ihr seht ja, ab und zu sind noch ein paar Leute hier, aber man steht hier in Dresden im Weltkulturerbe, ist das glaube ich hier, Touristenmagnet Nummer 1, man steht alleine hier, Hammer, absoluter Hammer hier, also wer hier mal ist, obwohl das alles totgeknipst ist hier, ist ja wurscht, ob es totgeknipst ist oder ob es nicht totgeknipst ist. Man kann hier wirklich geile Bilder machen. Kann ich nur jeden raten, der hier ist, der hier vorbeifährt, mal hier diese ganzen Sehenswürdigkeiten hier mitzunehmen und zu fotografieren. Ja, meine Lieben, Challenge hier mit Straßenbahnen. Hier vorne ist, ah, keine Ahnung, ich drehe ich mal in die Richtung. Also das ungefähr soll mein Bildausschnitt sein. Hinten kommt dann wieder eine Straßenbahn. So möchte ich mir das mitnehmen. Man sieht sogar hier hinten den Mond noch drin. Hier hinten die Semberoper irgendwo. Kommen die jetzt? Jawohl, Straßenbahn kommt. Ich bin hier auf
5 Sekunden Belichtungszeit. 2 Sekunden Vorauslöser. Ah. War ein bisschen früh. Ein bisschen früh, zu früh ausgelöst. Aber weiß nicht, ob man es hier auf dem Display irgendwie so ein bisschen sieht. Hoppla. Hier nach unten. Ah. Davor war eine, die war besser. Hier sieht man gleich einen Unterschied. Ah, jetzt müsste von der anderen Seite noch mal eine kommen. Also hier, meine Lieben, ist hier ist Straßenbahn-Challenge angesagt. Und hinten sieht man hier, hier kommt schon Sonnenaufgang in Dresden. Schauen wir mal. Aber das hier von der Brücke hier mit diesen Lampen, die man sieht sie im Hintergrund, vor mir ist das gleiche. Wahnsinn, finde ich wieder top. Hier sind die Bildchen von der Straßenbahn. Viel Spaß damit. Ja, meine Lieben, 5.30 Uhr. 5.30 Uhr hat man hier die Lichter ausgemacht. Ja, schade, aus mit Blendenstern. Bin jetzt nochmal hier am Fürstenzug. Oder hier oben, das ist ja nur Beton. Hier oben Fürstenzug, hinten Frauenkirche. Und jetzt ist so eine, ja, der Himmel verfärbt sich so ein bisschen. Das Bild habe ich mir jetzt noch mal mitgenommen und blende ich euch jetzt ein. Und ich gehe jetzt noch mal vor zur Frauenkirche. Mal gucken, ob ich die jetzt noch mal schön draufkriege. Freunde, wir hören uns. Und jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Bild hier und bis gleich. Ja, meine Lieben, jetzt an der Frauenkirche nochmal zurück. Wie gesagt, der Himmel hat sich so ein bisschen verfärbt, aber jetzt nichts Tolles. Aber trotzdem sensationell hier. Ich drehe euch mal rum, jetzt sieht man, jetzt, heute früh hat man nichts gesehen. Aber jetzt ist es doch hier hinten dann wieder die Cam. Mal gerade einrichten, dann hier hoch. So, das ist so mein Bildausschnitt. Aber man sieht natürlich hier, ja, wie alles kippt. Deshalb sieht man jetzt im Hellen besser wie vorhin im Dunkeln. Deshalb 15 mm viel Fleisch dran. Und ja, auf der Kamera sieht das Ganze dann. Irgendwie, wo ist die Kamera? Hier unten ist meine Kamera. Ah, sieht man jetzt nicht viel. Aber ich mache das Teil mal ab. Augenblick. Ja, das ist jetzt das Bild hier. Im RAW-Format. Dass der Himmel so ein bisschen schön rauskommt. Ich will jetzt hier keine Verlaufsfilter hier drauf machen. Ist irgendwie kontraproduktiv. Und ja, hinten ist das gute Stück. Kriege ich es noch mit drauf.
Ja, ich würde erst mal sagen, hier viel Spaß mit den Bildern hier von der Frauenkirche, jetzt zum Sonnenaufgang. Aber es ist kompliziert. Ich drehe das Ganze mal wieder um. Ja, es sind halt hier überall, erstens sind überall noch so Stromkästen drin. Hier hinten Stromkästen. Hier liegen irgendwelche Dinger über die Straße. Wenn man jetzt hier hinten sich einen Spot suchen will und hier rüberschuben will, hier hinten steht alles voller Auto. Polizei ist auch hier vertreten. Ist wahrscheinlich irgendwie Wahlkampf hier. Ja, ich probiere hier nochmal eine Perspektive und würde sagen, wir hören uns. Ja, Leute, Abspann, was ein Glück. Ich drehe euch rum. Irgendwie, hier sieht man es hier oben, fliegt hier noch ein Ballon hier durchs Bild. Habe ich mir ebenfalls mitgenommen. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein hier von meinem Fotoausflug in Dresden, Fotowalk in Dresden. Blendensterne fotografieren. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Die Bilder gefallen euch. Ich hoffe, hier ist was rausgekommen. Ja, kurzer Vlog heute. Hat Spaß gemacht hier, wirklich. Tolle Stadt. Für mich Dresden, eine der schönsten Städte Deutschlands, vor allem im, ja, ich war mitten in der Nacht hier, man hat hier seine Ruhe, wir haben jetzt 6.05 Uhr, ich bin immer noch fast alleine hier, nichts los, ja, der Sonnenaufgangshimmel geht hier so langsam durch, ich mache mal noch 2-3 Bilder, die besten blende ich ein. Ja, viel Spaß wie immer, viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Geht raus zum Fotografieren, nutzt die Gelegenheit. Wie gesagt, wer hier ist, unbedingt fotografieren. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, mich wieder begleitet. Mal gucken, was mich dann hintreibt. Allerdings, Moritzburg ist nicht weit. Vielleicht fahre ich da noch mal hin. Ja, wenn nicht, ist jetzt hier Schluss. Wenn nicht, kommt vielleicht noch ein Bild von Moritzburg. In diesem Sinne, ciao, ciao. Alles Gute. Wir hören uns. Euer Frankie.